Dabei fahren wir nach Kaldern und das ist eine der ganz großen Etappen mit über 100 Kilometer und 3100 Höhenmeter. 9 Kilometer, 109 Kilometer to go, 109 Kilometer heute. Ich wollte es eigentlich nicht tun beim Bergabfahren filmen, aber schaut mal, wie fesch heute. Grün, grün, gefällt mir. Jetzt ist gerade ganz langsam, guten Morgen. Wir haben Baby Nummer 2. Bist du guter Dinge? Ja, war echt kalt am Anfang. Kalt. Mir ist jetzt schon warm. Das kann ja heiter werden. Viel Spaß euch. Haut rein. Und da ist er, der Punkt, an dem es bergauf geht. Vorbei mit der feinen Abfahrt. Morgen. 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 Servus. Ein Sonderauftrag. Soll ich hier mal filmen? Tom und Michi und so hat es geheißen, oder? Ja, die Schweizer mit den Hawaii-Hemden. Warst du schon mal dabei? Das erste Mal. Gefällt dir? Ja, sehr. Ich habe versucht, das Feld von hinten aufzurollen. Hab zur Petra hin geschafft. Ja! Aber nicht lange. Ach, wer dann weiß. Ist sie wieder weg. Einen schönen Tag wünsche ich euch allen. Mega Stau. Stau. Aus Oberbayern, gell? Genau. Sieht man am Saft, an der Saftwerbung. Sehr gut. Wo genau her, Monika? Burghausen. Burghausen. Ist ja fast schon Niederbayern. So schaut es aus, wenn das Feld noch ziemlich geschlossen rollt. Was haben die Entchen für eine Bedeutung? Meine zwei Töchter. Ah, okay. Da ist das God Attack Shirt vom letzten Video. Du darfst das vorne starten, hast du erzählt? Ja, ganz vorne. Cool. Das war super cool. Morgen. Schaut mal, wie gut. Wunderschönes fränkisches Panorama hier. Da wird schon wieder schneller geschoben, als ich treten kann. Jetzt fährt er auch wieder. Und da war echt. Oh. Schneller beim Schieben. Was ist das für ein Berg, Marco? Boah. Au 1! Iso Light Rosé heute. Wow, perfekt. Du sagst halt? Also vielen Dank, gell? Bitte, bist du heute auch schon? Ja. Es läuft. The guys from the hotel. Yep. Eine ernstzunehmende Gegner fährt schon wieder los. Ah, Oleg! Mensch, bist du auch schon da? Ich freue mich, dich zu sehen, mein Bester. Hey. Heute ist ruhiger. Oder? Ja, voll die Musik verkackt gerade. Wow, was für ein Blick. Wir kommen noch ein bisschen näher ran. Wird's ja. Yeah, mega gut. Mega gut. Schaut mal hinter mich. Gebt euch das. Wie geil. Wie geil. Ein Stück weiter unten. Jetzt sehen wir die Berge quasi von der anderen Seite. Die nächste Abfahrt. Wenn auch nur kurz, glaube ich. Achtung! Kann ich noch vorbei, bitte? Ja, ja, mach mal. Danke. Abfahrtsäule vor mir. Also heuer habe ich welche gefunden, die machen mir die Strecke frei.
muss ich gerade schauen, dass ich nachkomme. Merkt ihr was? Oh, aber auch mal schön. Wow! Und damit geht's auch schon wieder bergauf. Es ist heute bergauf, bergab, bergauf, bergab. Die GoPro verloren, aber zum Glück gleich gesehen. Weiter jetzt. Oh, wieder runter. Achtung rechts. Schön. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie gut es tut, ein paar Meter Trail zu haben. Mega schön. Mega, mega gut. Ja, gut. Der hat das gut gelöst. Kriegen wir auch so hin. Aber der hat es gut gemacht. Sauber, geil. Ja, geil! Ja! Eng! Es ist echt rauf, runter, rauf, runter. Aber die Trails jetzt waren mega, oder? Mega! Das hat echt Bock gemacht. Gefällt es dir heute? Ja, sehr gut. Viel hoch ist immer schön. Viel runter schön, dachte ich. Und immer noch auf und nieder. Die Spitze hier. Wie läuft's? Scheiße, muss doch endlich mal runtergehen. Oh, ich freue mich auch schon. Super, die kann auch sparen. Heute fahren wir ja bis Kaltern. Wir sind jetzt irgendwo noch vor Bozen. Und weil es gar so schön war und vor lauter Gerede, habe ich die Abzweigung verpasst. Dabei sind die echt gut ausgeschildert. So schauen die nämlich aus. Auf jeden Fall fahren wir heute gute 30 Kilometer neutralisiert. Wir sind in der neutralisierten Zone angekommen. Das bedeutet, hier gilt jetzt mal nicht, wie langsam man ist. Jetzt folgt dann bald die Verpflegungsstation. Mal sehen, da wird alles ein bisschen gemütlicher sein. Schaut mal, das war er im Trail mit dem Spitzkern und Hinterrad versetzen. Sehr, sehr cool. So sieht das dann aus, wenn etwas mehr Zeit für die Verpflegung ist. Jetzt ist ja neutralisiert. Jetzt kann jeder ein bisschen gemütlicher Essen fassen als sonst. Hallo, hallo. Na, wie war's? Gut, gestern habt ihr es gehört, nur bei den Schnellen. Ich bin da. Ich glaube, es stimmt nicht so ganz, was sie da gestern erzählt haben. Bärenbabys warten noch auf ihre Mädels. Ihr macht auch YouTube, oder? Yes, wir waren am YouTube-Kanal. Die machen nämlich ganz schön viel aus Norwegen, ziemlich coole Sachen. Und reisen mit Auto und Dachzelt. Ja. Wie heißt er denn, der Kanal? Float on the Road. Float on the Road. Ja. Genau. Immer schön treiben lassen, ne? Unterwegs, ja, auf Reisen. Ja. Schaut doch mal vorbei. Ich pack's auf jeden Fall auch in die Infobox. Ist wirklich ziemlich cool, was die da so machen. Dankeschön. Schaut mal, die Brücke. Alte Eisenbahnstrecke nehme ich an. So, heute auch auf dem Fahrrad. Allerdings etwas lädiert, sehe ich gerade. Heute passiert? Ja. Oh, schön. Oder so. Oh, tapfer. Aber es geht? Ja, ist nur die Haut. Sehr tapfer, da seht ihr mal Frauenpower. Autobahn ballern.
Ich werde diesen Radweg einfach bergab fahren bis zum Gardasee. Sieht man auch mal die Brennerautobahn von unten. Wir sind immer noch auf dem Radweg Richtung Bozen und es ist echt deutlich entspannter als hier diese krass schnellen Windschattenzüge. Aber ich habe mich jetzt trotzdem in den Windschatten gehängt. Ich, Fauli. Na, das wäre ja auch zu schön gewesen. Jetzt bilden sich doch Windschattengrüppchen. Jetzt geht es ein bisschen schneller daher. Also hier vor uns sehen wir, glaube ich, das Messner Mountain Museum. Wir sind jetzt schon an Bozen vorbei und irgendwann bald geht es wieder weiter mit der Zeitnehmung. Und jetzt traut sich keiner mehr so recht voranfahren, weil ich glaube, jeder will noch einen Riegel reindrücken. Spannend. Außer du bist entspannt, gell? Ja. Oh, geil. Jetzt geht es wirklich wieder los. Hier gibt es noch Wasser, wenn man will. Nehmen wir jetzt noch eins mit, würde ich sagen. Danke. Gerne. Jetzt sind wir wieder voll im Rennmodus. Vielleicht gleich abkacken, aber macht nichts. Hier kenne ich mich zumindest jetzt aus von den ganzen E-Bike-Camps, die ich geguidet habe. Also, liebe Leute, Mädel voraus. Wir fahren gerade im Trail bergauf. Bergab wäre mir lieber. Hier sehen wir jetzt Kaltern und da vorne den Monte Ruhen. Ich bin Holger, ich fahre seit 2003 mit. Jedes Jahr? Jedes Jahr gestartet. Oh, ciao. Und das kennen wir alles von der anderen Richtung vom E-Bike-Camp in Kaltern. Ciao, Montiglas Trail. Da unten ist der Kalterer See und wir fetzen jetzt noch hoch nach Kaltern. Die Kreuzung, ihr Lieben, die kennt ihr aus dem Camp alle. Und ich weiß, was noch auf mich zukommt. Oh, der geile Aussicht. Wow. Ziel in Kaltern. Beim Sportplatz oben. Das hat sich jetzt noch ganz schön zu. Für alle, die Angst haben, dass ich abgekürzt habe, Jan hat mich auf der Montigel-Nicht-Finde-Runde überholt. Also alles gut. Oh, scheiße. Wie jeden Tag, Bike zu den Scotties. Juhu. Gut war es heute gerade. Er hat es nämlich gestern repariert. Sauer. Ich bin gerade interviewt worden von, wie heißt du denn? Matthias aus der Schweiz. Und du magst meine Musik auf dem Weg? Ja, ja, das ist super. Das freut mich. Perfekt. Wie gefällt dir die Transalp? Ja, hart, aber das war ein Wunsch von mir, ein Herzenswunsch, einmal das zu machen. Und das wird mein letztes Rennen sein. Ich werde dieses Jahr 65 und bis jetzt läuft es super. Man sagt immer, es ist das letzte Rennen. Ich denke, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ja, ich bin Ronny aus dem schönen Südharz. Klasse Rennen, schöne Strecke heute, anspruchsvoll, macht einfach Spaß. Im Ziel angekommen, habe ich gehört, der Papa ist ein großer Transalp-Fan, oder? Günni, hallo! Ja, unsere Begleiterin ist die Leni, die fährt im Bus. Wir sind beide am Arsch, die Beine sind schwer und hier ist der Matthias. Also super fit. Ja, super gut, heute war es sau heiß, aber ja, mit ein bisschen Bier gestern schon, gell? Und jetzt sind alle schon ein bisschen beim Entspannen, was ich so sehe. Gute Fahrt hier noch. Danke euch. Wie war's? Ja gut, ich bin die Trails gefahren und war mega. Ja, die waren geil. Hat Spaß gemacht. Leider zu kurz, richtig. Und der letzte Kilometer war der längste meines Lebens. Und er hat schon ein Bier. Jetzt sind sie auch da und schon beim Gurken, sag ich immer. Wir leben noch. Also ich habe gehört, noch zwei Platten. Und Schaltauge. Schaltauge, mein Schaltauge war nach dem Sturz auf der Straße am Arsch. Ich bin nicht froh, dass wir dich noch gekriegt haben. Echt? Habt ihr mich noch bekommen?